Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Let's Test iPhone mit mir, dem Clou. Und heute wollen wir uns Dark Quest anschauen. Es ist laut Beschreibung ein rundenbasiertes Fantasy-RPG. Ja, von Brainzeal ist der Hersteller, läuft unter Strategie im App Store, kostet 89 Cent, ist 77 MB groß, ist die Version 1.0, ist also noch brandfrisch. Noch was Interessantes, vielleicht im Vorfeld, ist nicht geeignet für iPhones 3G abwärts, genauso wie iPod 4G abwärts. So, dann wollen wir einfach mal anfangen. Wir drücken mal Play Game, Start Now. Santor. Wir sind also Santor und uns wurde ein Brief geschrieben. Den lesen wir uns jetzt aber nicht durch. Okay, wir sind in deinem Dungeon. Santor. Okay, wir haben es hier wohl mit einem bösen Zauberer zu tun, der für die Angriffe aufs Dorf verantwortlich ist. Er lacht uns nur aus. Da werden wir mal sehen, wie lange er noch lacht. Genau, unser Schwert wird dem ein Ende setzen. Jo, ich denke, viel Story wird hier wohl nicht drin sein. So, und jetzt sind wir schon dabei. Jetzt schauen wir mal, was wir hier zu tun haben. Okay, also durch Klicken auf die Felder kann ich mich vorbewegen. Die Tür. Ah, okay, die Tür ist geöffnet. Ja, unten ist schon der erste Gegner. Wir gehen jetzt mal dahin. Okay, das Monster läuft. Mit einem Klick auf das Monster. Yeah, schon besiegt. Mit einem Klick auf das Monster ist es auch schon besiegt. Wir können uns hier einfach Felder. Ich sehe keine Anzeige, dass wir uns nur wenige Felder bewegen dürfen. Ah, okay, wir haben eine gewisse Anzahl Züge, mit denen wir durch das Level kommen müssen. Also gehen wir sofort in Angriff rüber. Die Monster sind dran, verfehlen mich. Das ist ja auch schade. Und ich treffe. Oh, aber diesmal nicht auf einen Schlag besiegt, sondern es braucht noch einen zweiten. Die Monster hinterlassen Gold. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwas Geheimes finden kann. Schaut nicht so aus. Machen wir uns gleich auf den Weg durch die nächste Türe. Okay, wir gehen mal hier hoch. Aha, Santor, roll the skull of fate. Okay, das war also eine Falle sozusagen. Wir haben ein Leben verloren. Jetzt die gruselige Hand sagt uns, wir sollen die Fässer anklicken. War Gold drin? Was ist im zweiten Fass ebenfalls Gold? Der Kriegsnebel ist ganz nett. Aha, eine geheime Bodenplatte. Da muss man auch erstmal drauf kommen, nicht? Wir sammeln schön alles Gold ein. Und noch mehr Gold. Türe öffnen. Okay, also sozusagen, es ist immer wieder eine kleine Herausforderung von Magier, damit wir wohl überhaupt ein bisschen Energie verlieren. Ups, ja, die Monster scheinen jetzt nicht zu herausfordernd zu sein. Okay, wir sind wohl schon bei Magier, wobei ich das für unwahrscheinlich halte. Ah, nein, wir sind schon da. Nein, das wird unser Freund. Schön, schön, schön. Wir machen eine Party. Jups, können wir zusammenschauen. Okay, also wir haben jetzt zwei Leute.
Wir gehen mit dem Barbaren vor. Jetzt. Wir gehen einfach mal hier rein. Okay, der Zauberer läuft mir wohl einfach hinterher. Und die Entscheidung hier reinzugehen war auch richtig, war eine kleine Schatzkammer. Also ich muss sagen, es passiert noch nicht viel. Ich finde es trotzdem ganz witzig, muss ich sagen. Okay, als Barbar gehe ich gleich mal hier ran an den guten Speck. Die Monster sind als erstes dran. Ist ebenfalls ein Wizard. Aha, Magie ist immun gegen Magie, oder was? Aber hält dafür natürlich auch nicht so viel aus. Sehen wir schon am Lebensbalken. Der Magier hat nur 3, wohingegen unser Barbar 6 Lebenspunkte hat. Wir haben hier unten Heiltränke. Aha, okay. Und gerade werden wir darauf aufmerksam gewesen, hat uns 2 Felder wiedergebracht. Okay, wir machen mal weiter. Mich würde mal interessieren, ob es was bringt, wenn ich die einzelnen Fächer absuche. Aber ich vermute ja mal nicht. Oh, ein Stern. Okay, wir werden sehen, ob das Ziel ist, alle 3 Sterne zu sammeln oder einfach ein netter Bonus höchstwahrscheinlich. Gehen wir weiter. Fässchen für Fässchen. Zerin. Ich frage mich, ob man hier auch irgendwas anderes gewinnen kann, außer ein Leben zu verlieren. Wir gehen mal schön weiter. Okay, wir haben wieder 2 Türen. Wir gehen mal. Okay, die Tür ist geschlossen. Dann gehen wir in die nächste. Oh, der Barbar schlägt auf unseren Magier ein. Und wir müssen noch den Sk Ach du Scheiße, jetzt ist der tot oder was? Ich will Rache, Vendetta! Ja, okay, aber der. Ich hatte ja gar keine Chance, mit dem auszuweichen oder sonst was. Jetzt habe ich schon meinen neuen Freund verloren oder was? Er tut mir so leid. Okay, die Animationen sind natürlich, sagen wir es mal so, sparsam. Aber das Spiel hat schon einen gewissen Spaß. Also man kann gut was entdecken, das rundenbasiert. Ja, es ist also alles ziemlich simpel, aber also es ist wirklich gar nicht schlecht. Finde ich, habe ich noch 81 Züge. Ich hoffe, das reicht mir. Ich denke, das erste Level wird jetzt nicht. Ah, okay, jetzt sehe ich auch alles, was grün markiert ist, da kann ich hinlaufen. Ich habe also doch. Oh, ein neuer Freund. Hi there. Jo, er war hier. Also, mein Fail, er ist wohl nicht mehr hier. Yo, come and join our party, sag ich doch. Party, Party, Party. Gut, jetzt sind wir wieder 2. Er scheint ähnlich zu sein wie ich. Yo, find the war room. Bin dabei, mein Freund. Okay, also ich habe jetzt irgendwie wirklich Glück, dass ich immer die richtige Reihenfolge lang. Und schon wieder den Schädel rollen. Das ich glaube an. Oh, 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 da ist ein Boss. Okay. Da lachen sie. Das ist die Frage, ich lasse sie wahrscheinlich erstmal kurz kommen. Der Wizard, die anderen 3 sind Nahkämpfer. Oh, der dicke Armer. Okay, dann nehmen wir dem hier den Gang aus.
Shit, ich sollte mal, jetzt blicke ich erst, ich sollte mal aus dem Weg gehen, dass mein Freund hier, ja, also. Das wird nichts. Ich sehe schon kommen, das wird nichts. Okay. Damit ist mein Barbar Geschichte. Mein kleiner Zwerg kämpft tapfer gegen die Übermacht an. Okay. Ich krieg die Ads wahrscheinlich noch weg, aber für den Boss. Ja. Oh, mein kleiner Zwerg hat geblockt. Und er hat schon wieder geblockt. Welch mächtiger kleiner Zwerg. Er blockt schon wieder. Ist ja Wahnsinn. Ich frage mich, ob das was damit zu tun hat, wie er steht. Nein. Bin besiegt worden. Das ist ja mein Scheiß. Okay, das Vorgeblänkel hatten wir vorher schon. Ich starte sofort durch. Okay. Versuchen wir doch einfach nochmal schnell zu dem Boss zu kommen. Also wirklich, es macht eigentlich ganz schön Spaß, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Grafik hin oder her, ich meine, an der Grafik muss es nicht unbedingt liegen, um ein gutes Spiel zu sein. Also es hat einen gewissen Spielspaß, es hat sogar eine gewisse Herausforderung, wie wir hier jetzt gesehen haben. Und also. Okay, die Tür ist verschlossen, habe ich vorher gar nicht gemerkt. Also macht wirklich Spaß eigentlich. Ach ja, hier war der geheime Schalter, genau. Den habe ich vorher schon durch Zufall sofort entdeckt. Zanto ist mal wieder in die Falle gelaufen. Und wer hätte gedacht, ich habe ein Leben verloren. Diesmal halte ich mir. Aber warum geht die Tür nicht auf? Okay, auch gut. 70 Gold, ein richtig dicker Sack, hatten wir vorher nicht. Ich frage mich, was uns Gold bringt. So, hier haben wir doch unseren Magierfreund. Das tun wir alles wieder skippen. Tut mir leid, aber das interessiert ja nicht wirklich. Nun, wir lassen jetzt auch die Fässer hier weg. Und das war der Schatzraum, den lassen wir auch weg. Und der kleine Magier ist wieder in die Falle gelaufen. Okay, und hat jetzt keine Runde. Immer noch besser wie Leben verloren, muss ich wirklich sagen. Okay, geht's wieder gegen den Zauberer und gegen den starken Krieger. Jawohl, Magie scheint gegen Magie resistent zu sein. Dafür nicht gegen das Schwert meines Barbaren. Okay, wir machen uns gleich auf den Weg. Ich möchte hier wirklich gar nicht mich lang aufhalten. Ich möchte einfach dieses Level noch abschließen, wenn möglich, um euch auch noch zu zeigen. Was nach einem Level, was nach dem Beenden des Levels passiert? Okay, hier rum. Hier ist noch ein Gegner. Auslassen kann man sie wohl nicht, sonst greifen sie an. Irgendwo auf dem Weg war noch ein Stern. Ich weiß, ist mir egal. Der wird jetzt nicht eingesammelt. Es geht nun. Vendetta. Und mein Magier ist wieder in eine Falle gedappt und hat wieder nur seinen nächsten Zug verloren. Juckt mich nicht. Gut, die Schatzkiste nehmen wir natürlich doch noch schön mit. Nein, ein Heal-Trank wäre mal nicht schlecht. Wir haben jetzt noch 95 Züge. Gut, hier den skippen wir wieder. So, jetzt sind wir wieder zu dritt.
Okay. So viel ich gelesen habe, bleibt man auch zu dritt. Es wird nicht mehr. Aber wahrscheinlich muss man die jedes Level freispielen oder. Oh, ich habe einen Lebenspunkt bekommen. Also es gibt doch noch die Möglichkeit, auch was Positives aus dem Totenkopf zu kriegen. Wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich. So, jetzt haue ich mir noch den Wildtrank rein. Das geht wieder. Jetzt muss es doch besser laufen wie vorher. Also, da bin ich ja schon fast überzeugt von. Aha, auch mein Barbar kann also blocken, wenn er direkt von vorne angreift, wahrscheinlich. Okay. Jetzt gibt es doch ordentlich auf die. Oh, der tut seinem Chef im Weg stehen. Wenn das mal nicht ordentlich Anpfiff gibt. Also die KI scheint nicht so schlau zu sein, wenn der Magier auf den Magier geht, obwohl klar ist, dass da eine Resistenz besteht. Also, das war schon schlauer. Versuche ich mal meinen Magier hier irgendwie. Ja, so Angriff. Jetzt werden wir sehen, ob jetzt ein Charakter durchhält. Aber ich denke, jetzt stehen unsere Karten ganz gut. Oh, schon tot. Jetzt können wir hier noch die Schätze natürlich einsammeln. Oh, das ist der zweite Stern. Den ersten haben wir nicht mitgenommen. Noch eine Falle. Weil, oh, 60 Gold haben wir verloren. Okay, aha. Level complete. Ach, muss ich mit allen reingehen. Okay. Victory. Okay, das ist das Dorf, was wir wahrscheinlich gerade gerettet haben. Give me some advice. Okay, der kann mir Tipps geben. Okay, das ist das Dorf. Wir schauen mal. Show me your equipment. Ah, okay. Hier können wir also Ausrüstung kaufen. Teach me. Ja, der kann Zauber verkaufen. Dafür auch, das Gold 420, 850, ja, ist doch ganz in Ordnung. Was kann der hier? Browse Potions, der kann uns Fläschchen verkaufen. Und was macht der hier? Ah, der gibt uns wohl Ausdauer wieder. I don't need it. Und über allem steht der böse Magier. Also, kurzes Feedback. Ich finde das Spiel eigentlich wirklich ganz amüsant. Hier das Dörfchen, wo man sich noch schön equippen und stärken kann, finde ich einfach auch eine tolle Idee. Macht Spaß. Ich würde bestimmt 4 Sterne geben im App Store in den Rezensionen. Kann es also insofern nur weiterempfehlen. Kostet 89 Cent, ist nicht die Welt. Schaut es euch ruhig mal an, wenn ihr Lust habt. Ich hoffe, der Let's Help hat euch gefallen. Es werden weitere Folgen. Schaut gern mal rein. Schaut auf meinen Kanal KL Unterhaltung. Gebt mir gutes Feedback. Schreibt mir vielleicht auch in die Kommentare, wenn ihr andere Spiele sehen wollt. Ich werde gucken, was sich machen lässt. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Macht's gut, Leute. Tschö.